Ein herzlich willkommen zu Gothic 2 O-Krieg. Diese Mod ist von 2015 von Gorilla Bytes. Und zwar genau am 24.12., also quasi zu Weihnachten, wurde die veröffentlicht. Und ja, in meiner Abwesenheit wegen meiner OP würde ich jetzt gerne ein Let's Play starten und das natürlich mit euch teilen. Ja, eine komplett sehr große Welt. 45 bis 65 Spielzeit, komplette neue Sparausgabe, über 165 Quests, mehrere Videos, unzählige neue Items, versteckte Easter Eggs, viele neue Monster, ja, Graphics und etc. etc. Diese Mod basiert quasi parallel zu Gothic 3. Und ja, ich bin total gespannt, wie die wird. Ich hatte die damals als, ja, Nicht-Streamer beziehungsweise als Nicht-Let's-Player gespielt und fand die so cool, dass ich mir gedacht habe, ja, das muss ich mit euch teilen. Okay, lange Rede, kurzes Schwert. Ich würde jetzt loslegen mit einem neuen Spiel und schön, dass ihr mit dabei seid auf jeden Fall. Lasst ein schönes Like und ein charmantes Abo da. Und ja, bis gleich. Vor einer nicht allzu langen Zeit gab es eine Stadt, deren Namen man auch in fernen Ländern kannte. Korinis. Die Miliz der Stadt war der Treffpunkt für junge Bürger und Bauern. Die Vorstellung eines großen Kämpfers begeisterte viele. Jeder wollte ein Teil der Miliz sein. Doch der Alltag war trist und einseitig. Hafenschlägereien und Diebstähle ermüdeten selbst den härtesten Milizionär. Doch dann fiel die Barriere im Minental und mit dem Fall kam auch das Böse zurück nach Korinis. Gefangene überschwemmten die Lande. Paladine legten in Korinis an. Orks, Echsenmenschen und noch schlimmere Kreaturen siedelten sich an und bedrohten das sonst so ruhige Korinis. Doch die Drachen wurden vernichtet und somit Belias Avatare von der Welt der Sterblichen verbannt. Außer sich übertrug Belia die Kräfte der Drachen auf seine treuesten Nekromanten, die mächtiger als alle anderen sterblichen Wesen wurden. Unter ihrer Führung sollte die Ork-Armee nun Korinis einnehmen. In Korinis verbündeten sich die übrig gebliebenen Söldner mit den Orks und ermordeten Ona, den Großbauern. Zeitgleich wurde auf dem Festland die Runenmagie von Xardas vernichtet. Als die Kunde der Zerstörung der Runen auf Korinis ankam, gab es kein Halten mehr. Ork und Mensch stürmten die Stadt. Und brannten sie bis auf die Grundmauern nieder.
Die Orks versklavten viele Menschen. Jeder Sklave wurde ausgeschifft. Entweder auf das Festland, wo sie beim Aufbau des neuen Orkischen Reiches helfen sollten, oder auf das östliche Archipel. Die Paladine wurden jedoch alle hingerichtet. Auf dem Archipel waren sie dazu verdammt, in den Erzminen der Orks zu schuften. Doch bevor sie ihr Martyrium in den Minen antraten, stand ihnen eine lange und harte Schifffahrt bevor. Ich hatte schon gedacht, du warst nie mehr auf. Boah, was? Was ist passiert? Du weißt echt nichts mehr? Sonst würde ich doch nicht fragen. Also schieß los, was ist passiert? Corinius wurde von den Orks erobert. Und wir beide waren auf einer Sklavenkaravelle, die auf dem Weg auf das östliche Archipel war. Du hast geschlafen, als die Karavelle der Orks in den großen Mahlstrom vom Archipel gezogen wurde. Dann ging alles drunter und drüber. Alle Gefangenen sind an Bord durcheinander gerannt. Die Orksöldner sollten Ruhe bewahren. Aber selbst die Orks sind panisch geworden. Aus dem Mahlstrom vom Archipel ist noch nie ein Schiff herausgekommen, musst du wissen. Ich glaube, dich hat eine Kiste bewusstlos geschlagen. Oder irgendetwas anderes Schweres. Jedenfalls hast du keine Anstalten gemacht, dich zu bewegen. Was ist dann passiert? Das weiß ich auch nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich uns beide über Bord gezerrt. Die Orks und die Orksöldner können mit ihren schweren Waffen und ihrer Rüstung unmöglich schwimmen. Danach wurde ich auch bewusstlos. Sein Kraftakt nach fast 4 Tagen Hunger ist einfach nicht das Einfachste. Schön und gut, aber wo sind wir hier? Eigentlich waren wir auf dem Weg auf die nördliche Insel vom östlichen Archipel, um dort als Sklaven für die Orks Erze zu schürfen. Das hier sieht mir ja aus wie die westliche Insel vom Archipel. Ich glaube, dass das da hinten Austri ist, die Metropole des Ostens. Aber bevor ich dir mehr erzähle, brauche ich einen Heiltrank. Sonst kippe ich noch hier um. Und eine Waffe wäre sicher auch nicht schlecht. Du findest hier sicher am Strand etwas. Ach ja, bevor ich es vergesse, siehst du das Schiffswrack da hinten? Das war mal das Schiff, mit dem wir auf das Archipel gefahren sind. Bestimmt gibt es da noch was zu holen. Willkommen. Baokrieg. Erstes Kapitel. Wow. Baronleben. So. Und da sind wir. Oh, ich freue mich so sehr, dass ich das Let's Playen kann. Ich finde die mal total schön. Soweit ich mich erinnern kann. Fleischwald töten. Jetzt ganz weit vorproduzieren. Ja, ihr könnt gerne natürlich eure Anregungen und Kommentare natürlich drinnen lassen. Ich werde die dann irgendwann mal, was das angeht, machen. So, und ihr zwei Waufis. So. Müssen wir Trick 17 machen, das nützt nichts. Böser Wuffi? Alter. Macke oder was? Jo, genau. Ja, damit haben wir sie. Böser Wuffis. Fleisch. Das ist schon mal meins. Den Heiltrank
Victor, kein Problem, kriegst du alles, Digga. Kriegst du alles. Rot kriegst du auch. Warte mal, hier ist ja irgendwie ein Lurker. Scheiße. Aber Junge, hä? Ja, genau. Was hat denn da von Damage? Boah. Mock oder was? Verpiss dich, du Vieh. Ich komm wieder. Wie gesagt, also Urkrieg, also einer der besten Mods für 2015, sehr ausgereift. Und es hat damals echt Spaß gemacht, wie Sau. Und wie gesagt, das will ich heute mit euch teilen, was das angeht. Und solange wie ich noch in der OP bin und noch machen muss und dies und jenes Reha-Sport und der ganze Rotz, würde ich ja gerne weitermachen auf meinem Kanal. Auch wenn es mal kein Gothic 3 ist, das muss auch mal sein. Irgendwann muss man auch mal was anderes spielen. Ich bin jetzt nicht der beste Gothic 2 Spieler, was es angeht. Also etwas Nachsicht. Bam. Und bam. Die scheiß Schmierlaus. Also was man auf jeden Fall nicht machen darf am Anfang ist das Logbuch angucken, weil dann kommt ein übelstes Bugfest. Na, hä? Zu doof stell ich mich ja gar nicht. Ja, komm mal her, Scabby. Und das Schiff und das ist so furchtbar. Ja, aua. Bitte ein Crit. So, okay. Das sind bestimmt Babylurker, das sind irgendwelche scheiß Prüfliegen. Verpisst euch. Okay. Ding, 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 ding. Also im Gewitter irgendwie rumzuspazieren ist eigentlich nicht gut, ne? Na gut. Hallo Freund. Ich hab da was für dich. Hier hast du einen Heiltrank. Gut, gib her. Ein normaler Heiltrank, gut. Der Heiltrank scheint schon ein besserer zu sein. Wo hast du denn den her? Das ist ein richtig wertvoller Heiltrank. Hab ich gerade gefunden. Dann Prost. Ach, der Schmerz ist endlich weg, danke. Jetzt brauche ich nur noch eine Waffe. Hier hast du eine Waffe. Was für eine hast du denn gefunden? Ein schwerer Ast? Willst du mich verarschen? Naja, besser als nichts. Gut, jetzt habe ich eine Waffe. Geheilt bin ich auch. Sag mir, wann wir zu den Bauernhöfen gehen können. Aber wir sollten uns erst beraten. Wir sollten uns erst beraten, bevor wir zu den Bauernhöfen gehen. Meine Rede. Was sollen wir jetzt machen? Ich denke, wir sollten erst einmal zu den Bauernhöfen gehen und uns über die Lage informieren. Aber jetzt in die Stadt zu rennen, wäre mehr als nur unklug. So wie wir aussehen, denkt man noch, wir würden unter einer Brücke leben. Die Bauern werden uns eher helfen als die Stadtwachen. Die Wachen. Korruptes Pack. Wahrscheinlich brauchen wir Gold, um in die Stadt zu kommen. Vielleicht müssen wir also für die Bauern arbeiten. Und wieso schwimmen wir nicht in die Stadt? Das ist eine Insel. Vergiss es.
In Austri kommt keine Fliege unbemerkt rein. Die Wachen stehen dort Tag und Nacht. Was würdest du machen, wenn du in der Stadt bist? Ich würde mich zuerst einmal umhören. Soweit ich weiß, ist Austri eine Kolonie der Paladine. Aber ich denke nicht, dass die Paladine auf dieser Insel die gleiche Einstellung haben wie die auf Korinus. Deswegen sollten wir uns gut überlegen, welcher Partei wir uns anschließen. Zurück auf Korinus können wir ja schwer. Was weißt du noch alles über Austri? Nun ja, ich habe einmal einen Fremden in Cadiz Kneipe darüber reden hören. Er stammte von hier. Ich glaube, sein Name war Mario. Er war Leutnant bei der königlichen Kriegsmarine. Das Schiff, auf dem er diente, war die Myrtanas Stolz. Er meinte, er habe bei der Schlacht um das östliche Archipel 2 Dutzend Orks zurück in Belias Reich geschickt. Er erzählte mir davon, wie er als Kind in Austri gespielt hatte. Die Stadtmauer gaben der Bevölkerung Schutz und Sicherheit. Anscheinend haben sie auch hier Probleme mit den Orks. Auf der nördlichen Insel soll es genug von ihnen geben. Auf der gibt es genau wie im Mietenteil auch magisches Erz. Aber die Orks haben die Insel fast komplett unter Kontrolle. Und nun fördern die Grünpelze wohl das Erz. Insgesamt hat er von 4 Inseln geredet. Sie sind in einer Kreisformation angeordnet und bilden so das Archipel. Die westliche Insel ist Austri. Sie ist die größte Insel und wohl auch die einzige, auf der Gerechtigkeit regiert. Dann gibt es, wie gerade gesagt, die nördliche Insel. Dort gibt es unter anderem eine Orkstadt und Gerüchten zufolge einen Drachen. Im Osten des Archipels gibt es eine Insel, auf der Sumpfkraut und Tabak angebaut werden. Und im Süden ist eine Wüsteninsel. Mario schien nicht besonders viel über sie zu wissen. Und an mehr kann ich mich auch nicht erinnern. Lass uns zu den Bauernhöfen gehen. Folge mir. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz speichern, mein Guter. Und ich will jetzt mal hier hintergehen. Geht gleich los. Dann kannst du mal sehen, was ich da alles vergessen habe. Und tot. Ich bin der beste Kämpfer. Okay, dann lassen wir das mal kurz. Diesen Ausflug. Ja, ne, bin ich, wie gesagt, ich bin übelst gespannt auf die Mod. Wie gesagt, es ist schon viele, viele Jahre her, wo ich gespielt habe. Und dieser elende Scheiß-Dings ist da oben dabei. Oh. Schweinchen. Oh, warum habe ich keine Waffe? Hallo? Schnuffi! Helfi! Leute, ich hab dir noch was mitgebracht. Komm her, Mistvieh. Du Scheiße, ey. Ey, das Motorrad springt von oben runter. Ah. Motorradfett. Kann man das so nicht essen. Na, du sagst was, wa? Das schüttet. Das ist nicht normal. Wirklich. So. Hier. Wir sind gleich da. Versuch zu den Bauern freundlich zu sein. Ich versuch's. Ich werd's mir merken. Okay. Ich glaube da nicht dran. Ich setz mich erstmal auf die Bank dahin und ruh mich aus. Du kannst ja schon mal mit dem Bauern sprechen. Wenn du Arbeit bekommst, werde ich dir helfen. Das ist mal wieder typisch. Ich werde darauf zurückkommen. So, okay. Und das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschalten und wir... Ach, erzähl mir nicht sowas. Doch, das geht weiter, die Folge. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich weiß, ich arbeite noch nebenbei. Und bis bald. Ich habe was anderes gehört. Macht's schön gut und... Tschüss.